Einmal ganz durch. Ah, wobei, zur Optik machen wir es diesmal halt so. Das kommt dann hier rein, ne? Dann können wir sich den ganzen Scheiß ersparen. So, die roten. Die werden jetzt natürlich ein bisschen trickiger. Sollten am besten nach oben kommen. Das heißt, wir machen die am besten. Wir müssen mal ganz kurz das hinten wieder abbauen. Das ist ein bisschen nervig jetzt. Ärgerlich, ne? Das ist der Nachteil an dieser CPU hier. Ja, scheiße. Aber so lange mache ich auch nicht mehr, weil ich gehe mich gleich noch auf Kirmes. Da möchte ich natürlich auch auf jeden Fall dabei sein. Da muss ich dann noch auf achten, dann ein bisschen. So, hier machen wir natürlich dann die nächsten Tunnel hin. Der dann nach unten Richtung Glück geht. Genau. Und das wären dann die roten hübschen kleinen Teilchen. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt hier ganz lang ziehe? Hört dann da auf, wo es ist? Nee, der macht einfach gar nichts. Okay, gut. So, da kommen dann die roten raus. Moment. Drehen. 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 Tada! Ganz kurz noch alles hier hin platzieren. Haben wir es gleich. Das kommt dann nämlich hier rein. Tada! Gefixt. Okay, und die andere Seite brauchte was? Zahnräder war das. Aber die Zahnräder produzieren wir eh vor Ort. Das heißt, das ist eigentlich egal. Was habe ich hier denn für eine Scheiße gebaut? Was war das jetzt für ein Kack? Ach, keine Ahnung. Eigentlich wieder totaler Käse. So. Ach ja. Das ist ja doof. Die müssen natürlich da reinlaufen. So. Und jetzt so. Genau, dass die nämlich auf der Innenseite so sind. Genau, passt. So, das hier kommt dann dahin. Mit drei davon. Wir haben gerade schon wieder irgendwie mal wieder geklopft, ne? Irgendwie verstehen die es nicht. Kennt ihr, wenn die Leute nicht verstehen, dass die klopfen sollen? Dass die WhatsApp schreiben sollen? Naja. Wir brauchen jetzt hier natürlich noch Eisen. Eisen ist das wenigste Problem, das können wir einfach hier abzwacken. Am besten nehme ich es dann von hier weg. Und schicken das dann wieder hin. Am besten so. Das sieht so gut aus. Ach, wir können auch die nehmen. Ah. Tada. Ups. Zack, 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 zack. Diesen balancen wir natürlich untereinander später noch ein bisschen besser. Nur erstmal ist das halt so. So, wie machen wir weiter? Genau, hier kommen erstmal. Wartet. Da müssen zwei Inputs sein, ne? Da muss jetzt alles doch eins für. Ärgerlicherweise. Weil wir brauchen zwei Inputs. Und ein Output.
In die Richtung. Jetzt aber Zahnräder. So. Dahinter ging's direkt. Ah, jetzt kriege ich die WhatsApp-Nachricht. Ah, wir fahren gleich zur Kirmes. Wie ich wunder nach dem intensiven Klopfen da. Naja. Okay, dann kommt mich auf die Seite auch noch ein Output. Das mache ich jetzt noch ganz kurz fertig, den Scheiß. Genau. Und hier oben kommt eine Montagemaschine, Fabrik hin. Das heißt also, erstmal machen wir hier ganz kurz mit einem Abstand ein Rohr. Direkt daneben kommt ein Motor. Hier also Rohr. Da. Einfach aus Schönheitsgründen eins, ja. Komm. Und da kommt jetzt Motor. Aber nicht nur einer, da machen wir mich jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück hin. Das ist schon nicht wenig. So, genau 10. Überall Motoren. Passt. So, damit wir das auch alles hier hinkriegen, muss eins vor den Motoren. So sah das aus. Hey, warte mal. Ah ne, ist doch richtig. So, eins von den Motoren weg. So, da kommt die Maschine hin. Weil das kommt jetzt so hin. Hier drin bauen wir Montagemaschinen 1. Die brauchen jetzt die Schaltkreise und die Dingens. Dann haben wir das nämlich schon mal drin. Ja, die Eisenanbindung machen wir auch ganz kurz, damit das schon mal läuft. Einfach, weil, warum nicht? Ach, hab ich sie auch schon vorbereitet. Ich habe sie vergessen anzubinden. Ah, cool. So. Dann machen wir bei den Motoren. Ich meine, bei den Montagemaschinen hier hinten den Output. Die brauchen noch Eisen. Echt jetzt? Ah ja, logisch. Dann kommt da jetzt ein Fließband in die Richtung. Genau, die machen wir nochmal weg, einfach aus Schönheitsgründen. Und machen den da oben dran. Weil die Montagemaschinen sollen jetzt ja auch innen sein. Weil die das rausheben können. Heißt, nach da laufen. Na, Moment. Nach da, da laufen. Wo habe ich jetzt die zwei Montagemaschinen? Die will ich natürlich nicht behalten, weil da habe ich so. Ich würde die schon gern. Nein, nicht T, Z. Die will ich nicht haben. Dann machen wir die auch weg und machen die auch nach oben. Platz ist jetzt ja nicht das Problem. Das geht dann nach hier oben weg. Direkt dahinter die Kurve und geht dann da rein. Aber irgendwie ist das nicht richtig. Irgendwas habe ich euch falsch gemacht. Ich bin ein Vollidiot. Nee. Warum Montagemaschinen? Also ich habe jetzt nach diesem Plan gebaut und diesmal nicht selber auf meinen eigenen geguckt. Aber warum Montagemaschinen? Das sind noch Erzförderer. Oder wurde das irgendwann mal geändert? Geht das Montagemaschinen reingemacht? Ich schwör's euch, weil das ist ja eigentlich egal. Wir brauchen es einfach nur wechseln. Kommt ja das gleiche raus. Da, fuck. Das ist auch witzig. Ist mal was Neues, ne? Jetzt haben wir ganz viele Montagemaschinen. 48 Stück, geil. Na, kommt ja eh das gleiche raus, also ist egal. Passt schon. So, dann habe ich das schon mal fertig. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Jetzt brauchen wir Motoren. Die brauchen die Zahnräder. Und Rohre, richtig. Und Stahl. Ja, Stahl holen wir eine extra Linie dann gleich. Die dann hier lang kommt. Da kommt dann Stahl her. Und ihr hier macht jetzt folgendermaßen etwas. Ihr geht bis hier hin. Nach da, da. Da, da,
Und so. Weil... Dann machen wir hier überall den Import. Ach, Quatsch. Da war wieder Scheiße drauf. Ich mache auch nur ganz kurz die Motoren fertig, dann ziehe ich mich ganz kurz an. Weil hier müssen wir danach weiter aufnehmen, ja. Das ist... Ah, aber das kann man sich nicht entgehen lassen, ja. Schön Bad Churros und so einen ganzen Käse. Ich bin übrigens ein Vollidiot, fällt mir immer so auf. Schon wieder. Die sollen ja nicht da so passieren. Das ist ja Käse. Die sollen das hier schon machen. So. So ist richtig. Weil hier kommt Output, da kommt Input. Rohre. Dann kommt hier Output. Output, 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 Output und Output. Dann war das nämlich auch schon mal fertig. Zack. Das wären unsere blauen Anlagen. Also unsere blauen Forschungsdingen so. Funktioniert. Brauchen wir nur Stahl. Stahl müssen wir dann auch noch anbinden, Öl anbinden. Aber ich finde, das war jetzt eigentlich echt sehr produktiv, ey. Viel geschafft. Und auch viel abgerissen. Ah, schön. Dann haben wir alle 4 Flaschen schon mal, ne? Ah, es tut gut. Naja, auf jeden Fall dann bis gleich irgendwann. Bevor es weitergeht, noch ganz kurz als Meldung. Ihr habt jetzt gerade eben schon wieder Schwarzbild gehabt. Das ist immer noch das Problem, dass OBS immer die letzten 20, 30 Sekunden wegschneidet. Frag mich nicht warum. Und ich habe deswegen jetzt einfach mal auf die... Ich bin auf die geniale Idee gekommen, die ganz nächsten Aufnahmen einfach mal so eine halbe Minute, Minute länger laufen zu lassen, obwohl da nichts kommt, das einfach wegzuschneiden. Ist irgendwie im Endeffekt einfacher. Ich weiß nicht genau, wann ich es, welche Aufnahmesession ich das gemacht habe, aber irgendwann kommt dieses Schwarzbild nicht mehr. Also, ja, viel Spaß. Hoch, weiter geht's. Falls euch übrigens wundert, warum ich immer so dieses Weiter geht's und dieses Hoch mache, dass es mit der Audiospur immer exakt gleich aussieht und ich das besser synchronisieren kann. Oh. Ja, auf jeden Fall, damit ihr es hier schon mal seht, ich habe ja das... Ja, es ist immer so, wenn man selber eigentlich in so vor ein, zwei Tagen nicht gespielt hat, beziehungsweise irgendwie gestern halt war ich ja, wie gesagt, auf Kirmes und dann irgendwie jetzt wieder reinkommt und vor euch eigentlich direkt weitergeht, das ist ein bisschen komisch. Muss ich mich dran gewöhnen. Aber das ist egal. Naja, auf jeden Fall blaue Flaschen haben wir, glaube ich, fertig, ne? Ja, genau, es war nämlich nur hier Stahl, Stahl, blub, genau. Und da wollte ich euch noch irgendeine andere Sache zu sagen gerade. Ach genau, während ich mich jetzt hier gleich weiterbaue, kann ich euch sagen, was nämlich auf der Kirmes nämlich krasses passiert ist. Und zwar kam dann verdammt heftiges Gewitter, wo ich doch schon so ein bisschen Schiss bekommen habe, muss ich zugeben. Weil es war echt nicht ohne. Das war ziemlich, ziemlich krass. Ihr müsst euch vorstellen, das Feuerwerk ging gerade los und dann geht irgendwann so mittendrin, kommt so ein riesen Krach und man denkt sich nur so, holy shit, gleich bricht die Decke ein von dem Zelt, wo wir da drunter, naja, diesen Plastikdach, wo wir drunter saßen. Und das war eigentlich, also es hat beim Feuerwerk riesengroß geknallt, dass wir dachten, das ist ja vom Feuerwerk selber, dabei war es eigentlich einfach nur ein Donner, der, keine Ahnung, 100 Meter neben uns hat einen Blitz eingeschlagen, das hat so mega laut geknallt. Ja, das haben schon einige losgeschrien, das war schon nicht ohne. Aber naja. Wie würde Bibi sagen, so ist das nun mal. But that's just how it is. So ein beschissenes Schrottlied. Meine ich natürlich, ne, so. Ja, bevor wir jetzt irgendwie weiter Scheiße machen, wobei war ich? Genau, hier, die brauchen auch Kohle. Genau, da kommt irgendwann eine Kohlelinie und hier kommt irgendwann eine Stahllinie und hier kommt dann die Kohlelinie. Und die Stahllinie geht dann hier weiter, weil ich denke, von Stahl werden wir hier nicht so heftig viel brauchen. Da können wir es wahrscheinlich auch noch hier hinten benutzen mit Motoren. Denke ich mir zumindest mal. Nehmen wir Kirmes, war geil. Besonders diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Potato Twisters. Boah, ich liebe diese Teile. Okay, wie fangen wir hier jetzt am besten an? Hä? Das ist jetzt wieder so ein bisschen complicated und alles. Weil ich weiß mich auf jeden Fall für die Production Packs hier. Die werden am härtesten, weil da brauchen wir richtig viel Zeug. Das wird mega anstrengend jetzt. Die hier gehen eigentlich noch, weil die Batterien kommen vom Band.
Die Prozessoren kommen vom Band? Oder machen wir die Batterien vom Band? Ja, die machen wir aufs Band drauf, so eine Linie mit Batterien. Ja, ist okay. Prozessoren kommen wir vom Band auf jeden Fall. Module kommen vom Band. Ja, und Kupferkabel machen wir dann halt so dran. Deswegen, das wären eigentlich die einfachsten. Deswegen würde ich sogar schon fast sagen, machen wir hier zuerst die Hightech hin, damit wir da hinten Platz haben für die anderen, so viel wie wir brauchen halt. Und hier machen wir jetzt erstmal die da. Die Hightech sind eigentlich super simpel. Da kommen wir eigentlich, wie viel brauchen wir? 30 Kupferkabel alle 14 Sekunden. Okay, das sind dann, Moment, das rechne ich ganz kurz aus. Moment, Rechner. Wir brauchen immer 14 Sekunden. Das heißt also, pro Sekunde brauchen wir dann logischerweise, 30 geteilt durch 14, 2,14 Kupferkabel. Da wir pro halbe Sekunde 2 bekommen, kriegen wir fast das Doppelte. Also dann können wir eigentlich eine Kupferkabelmaschine für zwei solcher Wissenschaftspakete machen, oder? Ja, locker. Da wir eh 8 Stück davon brauchen, glaube ich, waren das 8? Ich weiß, es wären 7 oder 7,5 oder so gewesen. Aber wir machen mal 8. 8 ist sicherer. Weil dann können wir nämlich einfach 4 Kupferkabel machen. Das ist einfach. Dann kommt Kupfer hier rein. Genau. Können wir ja direkt anschließen. Weil Kupfer nehmen wir aber jetzt eine komplett eigene Linie wieder für, ne? Also nicht eigene Linie, sondern halt. Ach, ihr wisst das schon. Das ist zwar die richtige Kupferlinie, aber ich möchte das Kupferzeug doch gerne von hier haben. Weil das Kupfer halt gebraucht wird komplett. Ah, wobei ich sehe gerade, hier wird das komplette Kupfer auch gebraucht, ne? Müssten wir eigentlich... Ach, das habe ich sogar von da genommen. Ja, ich bin ein Idiot, weil das ist ja auch dann komplett weg. Könnten wir nämlich einfach das hier benutzen. Ja, das habe ich aber schon längst bedacht. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich rote genommen, ne? Nee, komm, hier, wir haben nicht so viele davon, deswegen machen wir erstmal doch so. Noch haben wir es nicht so viele. Irgendwann werfen wir eh wieder mit den blauen Fließbändern rum, aber bis dahin lassen wir es lieber stecken. Na guck mal, es nimmt ja alles Form an hier. Ja, die müssen wir natürlich alle umdrehen, ist klar. So, dann haben wir nämlich die Kupfersachen schon mal hier. Müssen wir nur ganz kurz gucken, weil hier kommen dann die Dinge jetzt rein. Wir brauchen die Maschinchen hier dann. Die kommen dann irgendwann, fangen die hier auf dieser Ebene an. Genau. Ich weiß gar nicht, wie weit wir das mit dem Abstand machen. Ich würde sagen, wenn wir einen roten Greifarm hier machen, dann machen, passt das. Aber jetzt haben wir das Problem, das wäre dann hier mit der Maschine scheiße. Deswegen gucken wir mal ganz kurz. Ach, wobei, warum rote Greifarme? Ist eigentlich auch Schwachsinn, ne? Hier können auf jeden Fall Kupfer hoch. Wir machen einfach irgendwie eins provisorisch hier hin. Hier wird dann das hinkommen. Da das dann. Da wird dann irgendwie die Maschine hinkommen. Und die hebt das dann raus. Ah ne, warte mal, Moment mal. Da brauchen wir noch andere Sachen. Ich bin ein Idiot. Nicht nur Kupferkabel. Ja, es wäre schön, wenn es nur Kupferkabel wären, ne? Drei andere Gegenstände brauchen wir noch. Das sind zwei Fließbänder, ne? Ja, zwei Fließbänder ist das nicht ganz so einfach. Muss ich zugeben. Zwei Fließbänder. Okay. Dann machen wir es ganz einfach. Und zwar machen wir hier eins. Dann Maschine. So, als... Warte, das wird dann hier hinkommen, die erste Maschine. Da. Genau. Dann kommt mich auch die Kupferkabelmaschine hier hin. Das sind hier diese eine Punkt übereinstimmt mit dem. Dann machen wir doch einen roten Greifarm hin. Müssen wir da mal so machen? Das ist ja auch wieder beschissen. Wir machen das Fließband 1 näher hier dran. Pass auf. Und dann so. Dann können wir das den roten Greifarm so machen. Dann kommt der andere mich dahin. Und das kommt so. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Dann können wir mich den Greifarm so machen und so. Dann haben wir nämlich die ersten Weinflaschen fast fertig. Und dann von hier wird auch noch ein Fließband kommen.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber... Nee, ist mir egal. Und die Flaschen rausheben, machen wir dann logischerweise hier. Das heißt, hier nehmen sie es rein und die heben das raus. Und dann machen wir hier die... Die Hightechs. Anni, warte, wie viel Kupferkabel brauche ich? Also wie viel brauche ich immer eins Kupfer, ne? Ein paar Sekunden, dann können wir einen wegmachen. So, und das brauchen wir jetzt im Endeffekt noch dreimal. Geht ja eigentlich voll klar. Im einzelnen Abstand dazwischen. So, 1, 2 und 3. Das ist jetzt nicht so schwer. Cool. Wartet. So. Was brauchen die eigentlich am meisten? Also Kupferkabel, klar, aber was braucht ihr noch am meisten so? 3 Prozessoren und dann jeweils eine. Mache ich mich auf den einen Fließband, wo ein Gegenstand halt nur kommt, machen wir mich dann die Prozessoren auf den anderen, teilen sich dann Geschwindigkeitsmodule, Batterien im Platz. Cool, wa? So. Flupp. Dann die langen Greifarme. Einmal. Nee, warte, was mache ich denn? Ach, ich mache hier vielleicht einen Käse. Ja, das kommt dafür, wenn man immer auf die gleiche Art und Weise baut, ne? Muss natürlich dahin. Ah ja. Das sollte vielleicht auch ein Greifarm stehen. So, und der hier kommt auch noch ganz kurz durch. Bis dahin. Und der da geht runter. Und das wäre dann die letzte Flasche. Dann werden die mich eigentlich schon fertig, weil der Rest kommt eh von irgendwo anders. Die Prozessoren bauen wir irgendwo hier hin. Also irgendwo hier an die linke Seite. Dann kommen dann halt noch die Geschwindigkeitsmodule und so. Die ganzen Module kriegen auch noch ihren Platz. Und Batterien kommen sowieso an Öl noch und so dran. Das wird ja alles noch relativ easy dann. Ja gut, was brauchen wir denn jetzt noch hier? Eigentlich nichts. Naja, dann auf zu den Produktionswissenschaften. Dann haben wir gleich die komplette Forschung fertig. Weil es ist eigentlich so eine simple Aufbaustruktur hier so drin. Und wir machen das immer so kompliziert irgendwie. Also ich mache es mir so kompliziert. Ich verstehe nicht, was ich da mal von habe. Egal. Ja, die werden jetzt vielleicht doch ein bisschen kompliziert, muss ich zugeben. Und zwar weiß ich nicht, wie ich anfangen soll. Ich guck mal ganz kurz, weil dieser eine Typ, den ich ja gefragt habe, sondern den ich nachgeguckt habe, der hatte da eigentlich eine ganz gute Build für jeden gemacht. Ich glaube, da übernehme ich mir dann die Produktionswissenschaften, weil ich weiß nicht, wie ich das sonst hinkriegen soll. Also ich könnte jetzt schon was bauen, aber mir würde es wahrscheinlich extrem scheiße aussehen. Ich jetzt doch gerne so ein bisschen kompakter, weil wir hier nicht mehr so krass viel Platz haben. Weißt du schon, so ein tausendes Fließband-Ding hier aufgebaut und haben trotzdem zu wenig Platz. Unverschämt. Oder wie kann ich das am besten machen? Weil ich brauche ja auf jeden Fall Motoren. Brauche ich normale Motoren. Die brauchen wir da 2 Reihen. Da brauchen wir noch einmal für Elektromotoren, brauchen wir, glaube ich, auch wieder grüne Schaltkreise und Schmiermittel. Dann brauchen wir die Rohölförderpumpen. Dafür brauchen wir auch nochmal ganz viel Zeug. Dann brauchen wir Lichtbogenöfen. Die brauchen auch nochmal ganz viel Zeug, verschiedenes Zeug. Also hier auch noch Ziegelsteine und so weiter. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das wird doch ein bisschen komplizierter. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen das mal echt so, wie der es gemacht hat. Warte mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz, wo ich das habe. Favoriten. Science Setup. All 6 Types, 1 Pack per Second. Da. Scroll, scroll, scroll. Production Packs. Da habe ich sie doch. Na, wunderbar. Dann guck ich mal ganz kurz, wie ich anfange. Und zwar... kommt... okay, der macht das so. Kann man so machen. Aber...
Ich überlege gerade noch, ob sich das auch wirklich lohnt, ob wir es einfach in eine Reihe machen. Ich versuche das ein bisschen umzubauen, aber nur so ein bisschen. Ich versuche mal ganz, wo ich das Bild auch irgendwie in eine andere Seite kriege. Bild zu neuem Tab öffnen, das ist ja doch schön. Moment, eben mittig verschieben, so. Ah, viel besser, jetzt kann ich es nicht sehen. Ja, das wird mich jetzt alles ein bisschen komplizierter. Okay. Erst was trinken, ja? Schön kaltes Getränk ist immer gut. Dann machen wir hier. Die brauchen 4 Gegenstände, ne? Die Flaschen. 3. Dann reichen da 2 Fließbänder dahinter. Dann können wir es hier einfach in eine Reihe durchziehen. Da brauchen wir auch 8 Stück von, ne? Also. Ach komm, damit es übereinstimmt. Scheiß drauf. Machen wir es so wie gegenüber. Dann sieht es wenigstens einigermaßen ordentlich aus. Wir hätten die eigentlich auch komplett zusammen machen können hier, aber. Den Greifarm habe ich halt, fand ich jetzt oben und unten besser, als das wieder so zusammen zu quetschen wie hier überall. Ist ja auch scheißegal. Komm, ist die letzte Reihe, da kacken wir jetzt was drauf. So, Flaschen kommen da raus. Tada! Und Input ist dann hier unten. Logischerweise, weil das auf der rechten Seite hier auch ist. Und die langen Greifarme kommen dann hier hin. Ja, genau dahin. So, und ihr macht mal bitte alle die Produktionsflaschen. Nein. Oh. Erstmal die falsche Taste drücken. Wupp. Ach, Strom. Genau, Strom. Strom hätte ich fast vergessen. Ja, mach mal so dahin. Der passt jetzt aber nicht dahin, der Strom. Oder? Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn ich das jetzt zusammen mache. Wenn ich das mich so zusammen mache und hier die Maschine mache, das hat mich dann mit den Kabeln, passt das einfach nicht. Ja, komm, dann lassen wir es auch sein. Nur Strom ist jetzt ein bisschen komplizierter. Das ist doof. Ich hätte den Strom ja schon gern ordentlicher stehen. Sonst hat das immer gepasst hier. Echt jetzt? Ja, manchmal habe ich schon ein bisschen Lack, ne? Ah, wobei, ich könnte hier natürlich auch 2 Linien übrig lassen. Wenn ich es mich jetzt hier hinstellen würde, würde es wohl nicht mal ganz nach links kommen, ne? Ja, scheiße. Ach, Strom. Pass auf, ich hab ne Idee. Machen wir ganz einfach. Habe ich mich coole Idee. Ja, hier die ganzen Kupferdinger, ne? Die müssen sie auch einsammeln. Nee, nee, lass mal sein. Helfe ich euch ein bisschen mit. So, läuft. Machen wir mich den Strom. So. Zuerst. Und dann machen wir unsere Anlage. Einen Abstand. Dahin. Oh shit. Stopp, 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 stopp. Fuck. Nochmal Kommando zurück. Einsammeln bitte. Ich habe da einen Fehler begangen. Das muss natürlich so. Hoppala. Ja, danke. Kann ich das noch um 3 Felder verschieben? Ja, locker. Oder? Ja. Hier ist richtig, ne? Ich glaube schon. Wir gucken mal ganz kurz. Hier geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch, da geht's hoch. Nee, hier muss es runter.
Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Oh shit, ey, ich mache hier vielleicht einen Scheiß.